Wir gehen erstmal dahin, wo die Flüchtlingskrise tatsächlich passiert. In die Kommunen, in die Städte, nach Dormagen. Wir schauen uns einmal an, wie dort aktuell Flüchtlingskrise aussieht. März 2022. In Deutschland werden aus Turnhallen und Schulen wieder Flüchtlingsunterkünfte, aus Bürgermeistern wieder Flüchtlingsbeauftragte, wie hier in Dormagen. Wir haben in den letzten Tagen mit Hunderten von Ehrenamtlern und auch mit unseren Kolleginnen und Kollegen von der Stadt, von der Feuerwehr, mit den Hilfsorganisationen Malteser, DLRG, haben wir es geschafft, hier diese Einrichtung aufzuziehen. Das haben wir unterm Strich innerhalb von 3 Tagen geschaffen. Mehr als 300 Flüchtlinge aus der Ukraine sind hier angekommen, vor allem Kinder mit Behinderungen. Bürgermeister Erik Lierenfeld hat Ja gesagt, Ja zu diesen Kindern. Helfen, anpacken, ohne zu wissen, wie das alles zu schaffen ist. Also realistischerweise glaube ich, dass es schwierig wird, die Menschen jetzt im Wohnraum unterzubringen. Wir werden jetzt massiv daran arbeiten, Wohnungen aufzubauen. Wir haben auch bereits über 200 Menschen in privaten Unterkünften untergebracht. Aber das ist alles auch nur auf Zeit. Auch dort ist die Situation, dass die Menschen sich mit anderen Menschen die Häuser, Wohnungen teilen. Und ich glaube, dass die Unterbringung in solchen Unterkünften schon für deutlich längere Zeit notwendig sein wird, als wir das vielleicht aus der Zeit 2015 kennen. Also baut er die nächste Turnhalle zur Flüchtlingsunterkunft um. Bereits die dritte in seiner Stadt. Toilettencontainer, Stückpreis 35.000 Euro. Wie viele noch davon, niemand weiß es. Und jetzt ist er bei uns. Herzlich willkommen an den Bürgermeister von Dormagen, Herr Lierenfeld. Wenn Sie uns da gerade zeigen, wie Sie sofort bereit waren zu helfen, diesen Kindern, die speziell zu Ihnen gekommen sind, viele mit Behinderungen, mit geistigen, mit körperlichen Behinderungen. Also das ist eine besondere Aufgabe, besondere Herausforderung für Sie. Sie haben sofort Ja gesagt. Wer hat Ihnen denn geholfen, damit Sie helfen können? Haben Sie genug Hilfe bekommen zum Helfen? Ja, also Sie haben ja eben die Frage gestellt, schaffen wir das oder wir schaffen das? Und da muss man zunächst mal fragen, wie definiert sich das wir? Und in der Tat sind wir da in den Kommunen doch weitestgehend auf uns allein gestellt. Also ich kann auch meine Vorredner nicht, ich sag jetzt mal, bestätigen bei dem Hinweis, dass wir darauf gut vorbereitet sind. Weil man muss wissen, bevor diese Situation jetzt über uns gekommen ist, haben wir bereits viele Menschen untergebracht. Allein in Dormagen haben wir über 1.350 Menschen bereits untergebracht. Das heißt, die Einrichtungen, die wir seit 2015 aufgebaut haben, die sind voll. Also mussten wir jetzt sehr schnell handeln. Und da helfen uns tatsächlich die ehrenamtlich Engagierten, die Hilfsorganisation. Ich kann da auf eine sehr große, breite Schicht in der Bevölkerung bauen. Und ohne diese Menschen hätten wir jetzt schon in den letzten Tagen Probleme gehabt. Und eben ist die Zahl von 300 genannt worden. Wir haben zum Ende des Tages wahrscheinlich schon fast 500 Menschen, die wir allein in Dormagen unterbringen mussten, für die wir hier einfach schauen müssen, dass die versorgt werden, dass die genug Kleidung haben, weil die Menschen, die zu uns kommen, haben wirklich gar nichts. Und von daher, ich kann den Hinweis von Frau Teuteberg, was die Registrierung angeht, zwar nachvollziehen, aber das ist tatsächlich, wenn Sie erstmal gucken müssen, dass die Leute überhaupt ein Dach über dem Kopf haben, ist das das, was gerade vorgeht. Was fehlt Ihnen denn ganz konkret an Hilfe? Also wo bräuchten Sie Hilfe, wo Sie sich im Moment ausschließlich selbst helfen können? Ja, also bei der Frage, wie wir die Menschen unterbringen, wie wir Gebäude bauen, wie wir an Betten kommen, das sind alles Dinge, da würde ich mich freuen, wenn es da irgendwie von einer zentralen Stelle vom Land oder sonst wo Unterstützung gäbe, dass man irgendwo Dinge eingelagert hätte vielleicht, weil es ist wie 2015, das habe ich alles wieder, das ist ein Déjà-vu für mich quasi, dass wir eigenständig unterwegs sind, die Dinge organisieren. Und was ganz wichtig ist, das Thema Verteilung. Ich würde mir wünschen, dass man wirklich darauf schaut, dass die Menschen hier in den Hauptbahnhöfen ankommen, und es sind die großen Hauptbahnhöfe, wo die Menschen ankommen, dass man von dort wirklich eine Registrierung vielleicht organisiert durch die Mittelbehörden und auch Landesbehörden und dann erst die Verteilung auf die Kommunen vornimmt. Das gerät im Moment noch auf Zuruf, so habe ich das zumindest hier erlebt am Berliner Hauptbahnhof. Jetzt haben wir gerade in dem kurzen Film über Dormagen schon gehört, da werden jetzt wieder Turnhallen zu Flüchtlingsunterkünften, bei Ihnen auch 3 Sporthallen, so hatten Sie uns das gesagt. Wie ist das in der Bevölkerung aktuell? Das bedeutet ja möglicherweise auch wieder, das wird in vielen Städten der Fall sein, dann kein Sportunterricht oder halt woanders, wird wieder kompliziert für die Bevölkerung. Das wahrscheinlich auf lange Sicht jetzt. Der Krieg wird nicht morgen, nicht in der nächsten Woche enden. Und wie wird das bei Ihnen in Dormagen aufgenommen?
Zunächst mal muss man erklären, warum nehmen wir Turnhallen, weil dort einfach schon eine Infrastruktur ist mit Duschen und Toiletten, die sie sonst nicht haben. Das ist die große Schwierigkeit. Wir diese Container, wenn sie noch welche bekommen, die kosten jetzt schon wieder ein Vielfaches. Auch da gibt es nichts vorrätig und das ist das Problem. Die Menschen nehmen das hier gut auf. Wir haben eine riesen Solidarität, auch hier in der Bevölkerung. Ich lade auch immer viele Menschen ein, vor Ort sich die Einrichtung anzuschauen. Wenn sie die Kinder sehen und die Mütter sehen, was für Probleme die haben, dann wissen sie auch, okay, wir müssen im Zweifel jetzt mal den Schulsport im Klassenraum machen oder wenn das Wetter besser ist, rausgehen, weil die Turnhalle vielleicht gerade von Menschen belegt ist, die jetzt auf wenigen Quadratmetern, also wir haben die Familien wirklich immer in Räumen untergebracht, also auch in der Turnhalle haben wir richtige Räume gebaut, Kabinen, die abschließbar sind, damit es eine gewisse Privatsphäre gibt. Ich sehe auch Turnhallen in anderen Städten, da liegt Feldbett neben Feldbett, da haben sie vielleicht einen Bauzaun dazwischen. Das halte ich nicht für adäquat für eine Unterbringung von Familien mit Kindern. Das ist für mich eine sehr, sehr schwierige Vorstellung aktuell. Wie viele könnten Sie denn noch aufnehmen? Kann man das sagen in Dormagen, wenn Sie die Wunschinfrastruktur bekommen oder platzen Sie im Grunde jetzt schon aus allen Nähten und das war's? Mehr können Sie nicht. Wenn Sie uns vor Beginn des Kriegs gefragt hätten, wie viele können Sie aufnehmen, hätten wir gesagt 10. Aktuell, habe ich eben schon gesagt, haben wir fast 500 aufgenommen. Das heißt, wir machen das Unmögliche hier möglich. Und das wird auch in den nächsten Wochen so sein. Wir haben eine fiktive Zahl, beziehungsweise man kann die Zahl herunterbrechen. Wenn 1 Million Menschen nach Deutschland kommen, kommen davon 812 nach Dormagen. Das kann man mit den Schlüsseln berechnen. Wenn man zuletzt davon ausgegangen ist, dass vielleicht sogar bis zu 4 Millionen Menschen nach Deutschland kommen könnten, sprechen wir hier von 3200 Menschen, die nach Dormagen kommen. Das sind Zahlen, die mir schon Bauchschmerzen machen, weil bei all den Dingen, die wir aktuell planen, haben wir Kapazitäten für bis zu weitere, neben den 500, die wir untergebracht haben, für bis zu weitere 500 Personen aktuell. Das treibt denen, die helfen an der Basis, schon tatsächlich den Schweiß auf die Stirn. Schon jetzt nach 3 Kriegswochen und vor der Grenze stehen Zehntausende, Hunderttausende. Herr Ostermann, haben Sie Hinweise, wo die realen Zahlen aktuell liegen? Also laut Bundesregierung haben wir im Moment etwas über 200.000 registrierte Flüchtlinge aus der Ukraine. Haben Sie Hinweise, wo wir tatsächlich im Moment stehen und wie viele das werden könnten? Also konkret ist es aktuell so, dass 210.000 zumindest bekannte Flüchtende sich aktuell in der Bundesrepublik aufhalten. Die Dunkelziffer ist natürlich viel, viel höher, weil wir überhaupt nicht flächendeckend kontrollieren, weil wir überhaupt keine Grenzkontrollen haben und weil die Personen, die sich im Inland bewegen, sich circa nach 4 bis 6 Wochen erst registriert haben und dann im Nachgang die Zahlen kommen. Also Sie hatten es ja gesagt, bis zu 1 Million. Ich würde die Prognose deutlich erweitern, natürlich immer abhängig von den Kriegsgeschehen in der Ukraine. Aber das zeigt, wie massiv schnell in kürzester Zeit die Zahlen angestiegen sind und wir haben eine große Dunkelziffer. Deswegen im Übrigen haben wir auch gesagt, die Notifizierung der Grenze für Grenzkontrollen sind zwangsläufig. Da kommen wir gleich drauf, Frau Teuteberger. Sie Experten gehen von viel, viel mehr Flüchtlingen aus. Das ist ja jetzt keine Horrormeldung, sondern einfach eine konkrete Planung. Worauf muss man sich einstellen? Das heißt, das halten Sie für realistisch? Es werden viel mehr als 1 Million? Ja, danach sieht das leider aus mit diesem brutalen Kriegsgeschehen, was Putin da eröffnet hat. Es ist die größte Fluchtbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa, die wir da erleben. Und das hat eine große Dimension. Deshalb sage ich das bei allem. Ich kenne die Praxis mit der Erstaufnahme, wie schwierig das ist. Und trotzdem, weil wir werden das nicht so einfach nachholen können, deshalb betone ich das, wie wichtig die Registrierung am Anfang ist. Gerade damit wir die Kinder und Jugendlichen, die jetzt schon zu uns kommen, auch bald in Bildungsangebote bringen können und auch die Erwachsenen, die jetzt gerade kommen, möglichst bald in Arbeit bringen können. Die dürfen ja auch schnell bei uns arbeiten. Aber auch dafür müssen wir wissen, wer ist gekommen, wem kann man was anbieten. Klingt fast nach einem Traum im Moment, all die in Arbeit zu bringen, all die in die Kitas, in die Schulen zu bringen. Aber was doch auch dazu gehört übrigens zu unserer Migrationsdebatte in unserem Land, was ich schon wahrnehme, sind doch riesige Widersprüche. Das bezieht sich überhaupt nicht auf Herrn Lierenfeld und dieses tolle Engagement. Aber ich meine, ich erlebe eine Debatte die letzten 2 Jahre, wo ständig behauptet wurde von manchen Kommunen, die sich selber als sichere Häfen deklarieren, und behaupten, wir haben Platz. Und jetzt, wo es sozusagen offensichtliche Kriegsflüchtlinge sind und wir akut Platz für Menschen brauchen, da ist er sehr knapp. Also es gibt natürlich auch einige Akteure in unserer migrationspolitischen Debatte in Deutschland, die da sehr unehrlich unterwegs sind.